In den Sozialwissenschaften ist das schon umstrittener, weil öfter auch ziemlicher Unfug breit, also über den Fachbereich hinaus, als wahre Erkenntnis kommuniziert wird. Ich hatte es schon erwähnt, der Leitparameter oder Code in der Politik heißt Macht. Das ist so ziemlich genau das Gegenteil von Vertrauen. Auch Macht ist ein Humanum, hat also mit den Menschen zu tun. Eine Definition von Macht, wie es der von mir sehr verehrte Karl Friedrich von Weizsäcker formulieren will, lautet: Macht ist die Anhäufung von Mitteln für offene Zwecke. Bei Max Weber heißt es, Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Erziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstände durchzusetzen. Gleich viel, worauf diese Macht beruht. Wir haben hier also ein besonderes strukturelles Problem, weil solche Definitionen alles andere als Vertrauen erwecken. Macht nicht sympathisch, sondern eher Angst. Mit solch einer Definition ist auch gesagt, dass Macht und damit Politik in allen Bereichen der Gesellschaft vorkommt. Politik machen ist also keineswegs auf Politiker und den klassischen Politikbetrieb wie Parlament und Regierung beschränkt. Das ist schnell einsichtig, wenn wir uns bewusst machen, die meisten von uns kennen doch Machtkämpfe in Betrieben, Universitäten, Lehrerzimmern oder Familien. Wichtig am Phänomen der Macht ist die Möglichkeit, sie unbegrenzt anhäufen zu können, Waffen, Volkszeuge, Geld, Informationen, gesetzlich gewährte Zuständigkeiten sind unbegrenzt vermehrbare Mittel der Macht. In der Demokratie hat deshalb die Begrenzung zeitlich, räumlich und inhaltlich und die Kontrolle von Macht eine herausgehobene Bedeutung. Auch demokratische Politiker sind ja nur Menschen. Wenn intelligente Wesen, also Menschen, im Wettbewerb treten und notgedrungen ja manchmal treten müssen, um Nahrungsmittel, Rohstoffreserven und Einflussquellen oder etwas positiver ausgedrückt, um Gestaltungsspielräume, dann wird zwangsläufig Macht generiert. Hierbei kann man die Monopoly oder die Spieler oder die Siedler von Katan denken, oder eben an einen Wettbewerb im klassischen Politikbetrieb, oder an jeden anderen Bereich, wo Menschen miteinander um begrenzte Ressourcen konkurrieren. Wer sich zu Recht über das schlechte Vorbild der Politiker ärgert, der prüfe sich selbst in seinem Bereich, wo er wahrscheinlich über sehr viel weniger Macht als zum Beispiel ein Hinterbänkler im Deutschen Bundestag verfügt. Wie verhalten Sie sich gegenüber anderen und wie verhält sich Ihr Chef Ihnen gegenüber? Politik, zumal in der Demokratie, ist eine öffentliche Angelegenheit. Das muss auch so sein, weil so nur Transparenz möglich ist. Aber auch hier bestehen eben Probleme. Und ich bin sicher, wenn die Machtkämpfe in anderen Bereichen, von der Ehekrise über die C4-Professoren oder Chefarztstellen bis hin zum Intendantenpost öffentlich stattfinden, würde der Vertrauensbonus so mancher Berufsgruppe erheblich sinken. Und im Vergleich dazu der Politiker steigt. Das Ziel guter Politik ist immer so etwas
wie Gemeinwohl. Möglichst vielen soll es möglichst gut gehen. Dabei sind Grundrechte, wir könnten auch Menschenrechte sagen, einzuhalten. Die Verteilung von Gütern und die Teilhabe an Entscheidungsprozessen verdienen dabei eine besondere Bedeutung. Welche Themen auf die politische Tagesordnung kommen, wo Handeln besonders dringlich ist und Lösungen besonders gesucht werden müssen, all das hängt nicht nur von Politikern ab, sondern von uns allen. Eine besondere Bedeutung für die Demokratie haben dabei auch unabhängige Medien. Auch hier tragen konkrete Menschen Verantwortung für die veröffentlichte Meinung, die teilweise sehr verschieden sein kann von der öffentlichen und das Recht, von der privaten. Diese wiederum kann ausschlaggebend sein, diese veröffentlichte Meinung für Wahlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde, kurz zusammengefasst beim Thema Vertrauen: Macht ist nicht an sich böse, wie Jakob Popart meinte, und auch keine Idee machtbesessener Politiker, sondern der spezifische Begriff für etwas ganz Normales, so wie auch Wirtschaft ohne Geld und Kapital nicht funktionieren kann, Religion ohne Gott. Wie immer auch dieser Gott genannt werden mag, muss Religion von diesem, ja, nicht hier zu verordnen handeln. Wissenschaft fragt nach der Wahrheit. Oder im geschriebenen Recht geht es um Verantwortlichkeiten oder Zuständigkeiten. Politik ist also synonym Machtpolitik und eben nicht auf diesen klassischen Politikbereich begrenzt. Deshalb hat Vertrauen als die Grundlage der Demokratie mit dem Verhalten von Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft zu tun. Wer sich selbst als geübter Fälscher der Steuererklärung brüstet, traut natürlich Politikern das Gleiche zu. Macht anhäufen und sichern ist etwas, das gute Politiker beherrschen müssen. Sonst werden sie von anderen, die womöglich weniger ähnliche Interessen verfolgen, ausgeschaltet, aus dem Spiel gedrängt. Politisches Handeln zielt auf Umsetzung und dafür werden Gesetze verabschiedet. Es kommt nur darauf an, wie diese Gesetze inhaltlich aussehen. Entscheidend ist oft, wie positives Recht angewandt wird, welche administrativen Möglichkeiten und Probleme damit verbunden sind, wie groß die Entscheidungsspielräume derjenigen sind, die dieses Recht anwenden und auslegen, und ob sie diese Entscheidungsspielräume nutzen und in welcher Richtung. Lax formuliert heißt das: Wenn keiner in der Verwaltung der Verantwortung übernehmen will und nur auf der sicheren Seite agiert, wird das von Politikern beschlossene Recht unmenschlich. Und Vertrauen in den immer komplizierteren